25. Spieltag in der deutschen Eishockeyliga. Der ERC Ingolstadt traf zu Hause in der Saturn Arena auf die Schwenninger Wild Wings, die zuletzt am 1. November 2002 bei den Schanzern gewonnen hatten. Und das wollten Pat Cortina und seine Jungs natürlich ändern und Revanche für die 0:1 Niederlage am 5. Spieltag nehmen. Ingolstadt eigentlich mit dem besseren Beginn, aber die Schwenninger in der 7. Minute mit diesem Angriff und André Holz mit einem Traumtor zur Führung für die Schwarzwälder. Und wir sehen es dann nochmal in der Wiederholung. Millimeter genau in den Knick und über die Schulter von Timo Pielmeier, der da mal rein gar nichts zu halten hatte. Eine Minute später. Ingolstadt um eine Antwort bemüht. Schwenningen eigentlich schon im Scheibenbesitz. Dann kommt der Puck zurück auf Schopper und Mike Collins fälscht das Ding ab. 1:1. Alles wieder pari. 5. Saisontreffer von Mike Collins zum 1:1. Strahlmeier in dieser Situation chancenlos. 3 Minuten noch zu gehen im Durchgang Nummer 1. Dann der Auftritt von Stefano Cigliati. Was ein Solo, was ein Tor. Die erneute Führung für Schwenningen. Zunächst der Traumpass und Cigliati mit richtig viel Dampf lässt 3 Ingolstädter stehen und auch Back kommt zu spät. 2:1 für die Schwäne nach dem ersten Drittel. Und natürlich groß die Freude bei Stefano Cigliati. Und die Wild Wings, sie versucht nachzulegen. Überzahl gerade am Ablaufen. Dann kommt die Scheibe auf Timonen, Pukula fälscht ab und Tim Bender mit Ablauf der Strafzeit. 3:1 Schwenningen. Wer hätte das gedacht? 2. Saisontreffer für den Schwenninger Verteidiger in der 26. Minute. 14 Sekunden später. Bulli vor dem Tor der Schwenninger und plötzlich lag die Scheibe hinter Strahlmeier. Der Anschlusstreffer. Laurin Braun direkt vom Bulli weg. Mit seinem 4. Saisontor. Zunächst gewinnt Back hier das Anspiel und Braun ansatzlos am Keeper der Wild Wings vorbei. Schnelle Reaktion des ERC Ingolstadt, der insgesamt ein besseres 2. Drittel abgeliefert hatte. Und 5 Minuten vor der Schlusssirene ein richtig dickes Ding auf der Pfanne hatte. Einmal, zweimal, dreimal Strahlmeier. Nicht zu überwinden. Zunächst Berchlund scheitert am Schlussmann. Dann Sullivan und Olsson zum 3. Es blieb beim 3:2 für Schwenningen nach 40 Minuten. Aber das letzte Drittel, es sollte es in sich haben. Nur wenige Sekunden gespielt. Schopper und plötzlich ist Olsson da. Der Ausgleich für die Schanzer. Und da sehen wir es nochmal. Olsson hält die Kelle dazwischen durch die Hosenträger von Dustin Strahlmeier. Der Ausgleich. Und wieder nur ein paar Sekündchen später. Nächster Schuss, nächstes Tor. Ingolstadt hatte die Partie gedreht. Nur 47 Sekunden nach dem Ausgleich. Thomas Greilinger mit seinem 12. Saisontreffer. Steht goldrichtig. Strahlmeier wieder geschlagen. Und die Ingolstädter waren jetzt richtig on fire. Ließen nicht locker. Da kommt gleich Tatiček an die Scheibe. Und er hat das Auge für Elsner. Und er besorgt in der 43. Minute mit seinem Treffer durch die Hosenträger von Strahlmeier den 5:3 Endstand für den ERC Ingolstadt. Für Dustin Strahlmeier und sein Torwartschläger war es natürlich ein gebrauchter Tag. Ich glaube, im 2. Drittel war irgendwie, haben sie uns überrannt, dann hatten wir nichts mehr zurückzusetzen und da haben sie auch verdient gewonnen heute. Ja, mit Sicherheit, dass wir gleich das 3:2 geschossen haben oder beziehungsweise das 3:3 gleich und nachher dann sofort in Führung und dann gleich wieder das 5:3 geschossen hat, dass wir gar nicht mehr denken haben müssen, dass sie zurückkommen, sondern ich denke, das war der Schlüssel heute, ja. Der ERC Ingolstadt hofft jetzt natürlich auf den Ketchup-Flaschen-Effekt, um wieder nach vorne zu kommen. Die Schwenninger Wild Wings, für die war es die 2. Niederlage in den letzten 3 Spielen.